So, da sind wir wieder. Noch eine Runde Dark Matter, aber sicher doch. Weiter geht's. Wir müssen ja auch mal irgendwie hier vorankommen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir zwar, natürlich nähern wir uns dem Ende, aber irgendwie gibt es dann immer wieder eine neue Aufgabe und man rennt ganz viel und macht ganz viel. Ja. Und hat irgendwie immer zu was zu tun, was ja auch gut ist, ne? Langeweile ist ja auch irgendwie nicht so schön. So, es geht zweimal nach unten. Wo fahren wir denn hin? Naja, fahren wir erstmal einmal nach unten, ne? In die Ebene 3. Oh, falsche Seite. Schade eigentlich. Na gut. Let's have a look. Ah, so viele Türen hier. Was ist denn los? Der hat kein Ende. Oh, großer Raum. Ah, Speicherstation. Kann man ja vorher nicht wissen. Aber umso besser. Ja, Speicherstationen sind ziemlich häufig in letzter Zeit. Ich bräuchte eher mal wieder eine Handwerksstation. Ja. Nee. Scheiße, so ein gepanzerter Hummer. Ich geh am Stock. Mann. So ein Mist. Okay, jetzt kann ich aber auch Lichter machen. Ich muss ihn ja sehen. Bevor der mich wieder anspuckt hier. Da ist er. Ah, so ein Dreck. Weiter zurück. So, jetzt habe ich es einfach mal so gemacht. Sicher nicht die feine englische Art, aber zwei Bärensteine sogar schon. Mann, Mann, Mann. Okay, nachladen. Medipack spare ich mir kurz. Komm, du nimm mal deine Finger weg. Nachladen. Zack, weiter geht's. Na. Also wenn das ein Schiff ist, ich würde das ja gerne mal in Gänze sehen hier. Ne? Ich meine, wir sehen immer nur die Gänge, ohne das Schiff eigentlich also als ganze Form zu erkennen. Ne? Oh, kann ich schon wieder nicht nachladen. Bei der Enterprise, da kann man sich das Schiff ja immer vorstellen. Und wenn man weiß, man ist auf dem Oberdeck, Unterdeck oder ne, Untertassensektion und so weiter. Noch ein Fahrstuhl? Alter. Na, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Weil, guck mal, ah ja. Prozesssteuerung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da hin muss. Weil unten war ja auch noch ein bisschen was. Ich werde nämlich gleich nochmal runter. Erstmal craften wir hier schnell. Schrott haben wir auch. Wir brauchen... Naja, eigentlich von allem, ne? Mist. Mist. So. Jetzt wird er langsam eng. Wieder so viel verbraten hier. Komm, nochmal Medipack. Hm. Ja. Ist die Frage, ist man jetzt wieder zu sparsam? Rächt sich das, ne? Ist man nicht sparsam genug? Kannst du dir aber auch nicht leisten. Ist ja wie im richtigen Leben, ne? Komisch, wer baut denn sowas? Guck mal, wie schief das alles ist. So viele schiefe Ebenen in dem Schiff. Wer soll sich denn da orientieren? Okay, ich wollte ja eigentlich wieder dahin jetzt, ne? Und dann... Oder war das jetzt schon der? Ach, ich weiß es nicht. Komm, mal zurück. Hechel, hechel, hechel. Prozesssteuerung wollen wir jetzt nicht. Genau, einen nach unten. Hui. Zurück, in der Hoffnung, dass da keiner mehr ist. Wird wahrscheinlich gleich eines Besseren belehrt. Oh, warte mal. Genau, ganz wichtig. Guck
mal, rechts ist schon wieder dieser Pfeil. Sagt er mir an, dass ich auf der richtigen Höhe bin oder so? Also auf der richtigen... Naja, eben auf der richtigen Höhe. Okay, ist eine Leiter. Nehmen wir die noch. Bietet sich ja an. Lalalala. Was war das? Boah, wie der sabbert, ey. Der kann mich irgendwie schon sehen, ne? So, wenn ich jetzt da runterrenne, kriege ich wahrscheinlich gleich einen verpoolt, weil der ist nämlich genauso schnell. Und ich gehe jetzt mal in die Richtung, was nicht geht. Das heißt, ich bin in die Ecke gedrängt. Ja, ist ja klar. War das knapp. Das war knapp. Wo ist denn da hingefallen? Nach unten? Bäh. Fette, dicke Vieh. Ist der nicht... Was ist das? Was? Was ist denn das? Jumping Animal oder was? Ja, so was kann ich ab, ey. Los, komm zurück. Ich will dich von hier oben kriegen, wenn es geht. Hier, reagierst du auf Licht? Ja, er reagiert auf Licht. Alter. Noch einer. Was? Ich bin doch nicht schon wieder alle, ey. Ich kann nicht wahr sein. Hallo? Die hier kommen die am Fließband hier, oder was? Nee, da will ich nicht runter. Könnte vergessen. Oder sind das wieder diese großen Dinger? Die sehen jetzt nur so klein aus, aber das sind diese dicken Dinger, ne? Die ich vorhin schon mal hatte, ne? Diese Krabben, ne? Mist, davon habe ich nichts mehr. Ja, ich wusste, ganz genau. Aber war das jetzt derselbe, den ich die ganze Zeit gesehen habe? 750. Am wenigsten kriegt man immer mehr. Eine Speicherstütze. Ein Glück. So, warum wird der Gang jetzt nicht mit angezeigt? Das klingt ja schon wieder verdächtig hier. Aufzug. Schön. Wohin ziehen wir denn auf? Na, oben muss er nicht. Da waren wir ja schon. Warte mal, eine. Zwei Stationen fährt er nach oben. Eins, zwei, eins. Ne, nützt nicht. Wir müssen hier rüber. Macht ja keinen Sinn. Noch eine Tür. Alter, das Schiff besteht ja nur aus Türen hier. Und fiesen Aliens. Oh, nee, ne? Ich ahne schon... Oh, warum leuchtet das? Soll ich das jetzt endgültig ausschalten? Nee, ne? Da kann ich... Da kriegt er voll in den Busch, wenn ich da drin gehe. So. Erstmal Theo Tentakel weg da hinten. Ach nee, Thaddeus Tentakel heißt er ja. Werden die davon dunkler? Nee. Ach komm, Leute. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da durchgehen kann. Probiert nochmal hier. Okay, ich versuche jetzt. Muss ich mir halt ein Medikit einschmeißen. Oh, was ist das? Alter. Kann man die zerschießen? Alter, was ist denn das? Ach, das sind die Sporen, ne? Kann das sein? So, guck mal, jetzt sind sie weg. Ach so, die hatten wir ja schon mal, die Dinger. Stimmt. An der Treppe. So, ich versuche nochmal den hier, aber ich glaube, das war verkehrt. Na wohl.
spritzt da rosa hoch. Also irgendwie treffe ich die ja wohl. Hm. Warte mal, jetzt haben wir gleich 30 Schuss darin geballert. Huch, Entschuldigung. Gegen das Mikro gekommen. Aber die reagieren auf Nähe, ne? Achtung. 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 Ey, Alter, komm. Ja, schnell. Medikit. 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 Oh Gott. Medikit. Na, das war ja wieder Nullnummer. Mann, 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 Mann. Ja, liebe Freunde. Oh. Also. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Der hat sie 70 Jahre lang versucht zu orten. In ihrer Stasis-Kammer. 70 Jahre lang. Deswegen hatten die auch schon so viel Zeit, hier sich auszubreiten, ne? Großer Raum heißt. Ja. Ich wusste. Das heißt auf jeden Fall irgendwas, aber nichts Gutes. Ist das jetzt ein Crawler? Ich kann das Geräusch noch nicht ganz zuordnen. Aber das ist ja auch schon. Mann, 1:30 Uhr morgens. Ach, der Dödel hier. Okay, erledigt. Ja, das war jetzt ja nicht so schwer. Also wird es gleich schwer. Hallo. Ich bin die Antje aus Holland. So. Crawler? Und wenn dann hinter der Tür. Nee, noch so ein Bomber. Kommt der bestimmt von hinten wieder. Alter, so hasse ich. Auf dem Headset hört sich das wie von rechts an. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Blödet Mistvieh, ey. Und hier ist es viel zu hell. Ist komisch, ne? Also sonst will man immer, dass es hell ist. Und hier macht man mittlerweile alles, was geht, dass es dunkel ist. Noch eine Tür. Ah, Fahrstuhl. Okay. So langsam wird ja ein Bild raus. Und zwar dieses hier. Heißt aber immer noch nicht, dass ich weiß, wo ich hin muss. Aber ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Und zwar nach unten. Hallo? Also nach unten. Warum ist das hier so hell? Und zwar erstmal hier hin. Und dann dahin. So, zack. Die Tonleiter nach oben. Haha. Weil wir wollen erstmal gucken, ob wir noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Auf jeden Fall Medikits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und lieber davon nochmal. Die Dinger, die verbrauchen sich aber auch richtig schnell hier. Komm, noch ein Medikit. Ist wichtig. Wie ich die anderen Dinger verwursten soll, habe ich immer noch keinen Plan. Guck mal, noch keine Upgrades da. Granatwerfer. Achso, ja gut, ein Sturmgewehr habe ich natürlich schon. Ja, ist klar. Hm, okay. Auseinander? Nee, ich will nicht auseinandernehmen. Drücke ich lieber nicht. Geht wieder nur nach hinten los. So. Und dann natürlich zurück zur Speicherstation, liebe Freunde. Ja, ja, ja. Na, sind wir mal ein gutes Stück vorangekommen, muss ich schon sagen. Wir haben zwar immer noch nicht den Munitionsplan. Na los, komm, Mädel.
Aber was soll's. Von nichts kommt nichts. Speichern. So, na denn in diesem Sinne. Morgen müsste Folge 16 kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mal gucken, was das für eine Folge wird hier. Ich schätze mal so 19 müsste das sein. Okay, Freunde, in diesem Sinne, gebt mir gerne Kritik auf meinem Kanal. Ein Abo wäre natürlich am besten für uns alle. und dann natürlich auch, gefällt euch oder gefällt euch nicht. Und wenn nicht, dann sagt mir wenigstens warum. Rede ich zu wenig, zu viel, zu leise, zu laut? Ist das Spiel doof, dafür kann ich ja nichts. Aber eben Kritik, ne? Darüber freue ich mich auch. Und natürlich ein Abo. So, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich muss jetzt ins Bett. Ist jetzt irgendwie gleich, naja, schon auf jeden Fall nach 1:30 Uhr morgens, ne? Dann bis dahin und tschüss, sagt der Teasy.